Wir sind ein Staat, 9 Bundesländer, über 2000 Gemeinden. Und diese 3 haben eine absolut gute, korrekte, ja freundschaftliche Zusammenarbeit gefunden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Zusammenarbeit ist das Um und Auf. Der Zusammenhalt in dieser schweren Herausforderung ist die einzige Möglichkeit, um gemeinsam, und zwar nur gemeinsam, diese Krise zu bewältigen. Wir haben heute mehr als 4 Stunden miteinander geredet. Wir haben uns die Entscheidungen mit dem Herrn Bundeskanzler an der Spitze, mit dem Herrn Gesundheitsminister, mit dem Vizekanzler als Landeshauptleute nicht einfach gemacht. Wir wissen, alles das, was wir tun, ist sozusagen ein Ritt über die Rasierklinge. Aber wir wollen diesem Land, wir wollen den Menschen Zuversicht geben. Und die heutigen Beschlüsse sind ein mutiger, ein richtiger, auch ein vorsichtiger Weg in die Normalität des Lebens. Es können weitere Schritte folgen, wenn sich alle an die Regeln halten. Ich möchte ganz ausdrücklich allen, die sich schon bisher, und das ist ja die Mehrheit, an diese Regeln gehalten haben, Hände waschen, desinfizieren, FFP2-Maske tragen, Abstand halten, einen sehr, sehr herzlichen Dank sagen. Sie leisten einen enormen Beitrag dafür, dass diese Epidemie nicht noch viel weiter ausbricht. Und mein Appell geht an die, die sich bisher gar nichts gepfiffen haben, jetzt einzusteigen, sich an diese Regeln zu halten, denn sonst könnten wir sehr viel schneller, als wir glauben, nicht weitere Lockerungen vornehmen, sondern müssten wieder Schritte zurückgehen. Die Corona-Schutzimpfung ist in Wahrheit das Einzige, was uns wirklich nachhaltig helfen wird, die Krise zu überwinden. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir heute vom Bundeskanzler und vom Gesundheitsminister auch gehört haben, dass wir doch mehr Impfungen bekommen, dass wir schneller impfen können und dass wir aber auch die Testungen ausweiten. Wir haben allein in der Steiermark in den letzten Wochen 125.000 Testungen vorgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig, um den Boden zu bereiten. Und auch mein Appell am Ende dieses Statements ist die Bitte um die Eigenverantwortung der Menschen. Wir sitzen alle in einem Boot und wir können das nur schaffen, wenn jede und jeder Einzelne für sich und andere Verantwortung übernimmt. Dann werden diesem Schritt weitere Schritte folgen können.